Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Shogun 2 Fall of the Samurai. Im letzten Part haben wir ein ziemliches Seeunglück gehabt, da waren wir irgendwie richtig platt gemacht, weshalb ich mich umentschieden habe, hier mal andere Schiffe zu erforschen, die einfach ein bisschen besser sind, um hier mal Herr der Meere zu werden. So ein bisschen Herr auf dem Land sind wir ja schon mit unseren Truppen, wenn sie nicht einfach nur manchmal richtig rumnerven würden, die Gegner. Naja, wie auch immer, wir haben dann hier noch Yamashiro erobert, das wurde von unseren Feinden hier besetzt. Sind jetzt aber dann dabei, hier die Armee zu besiegen. Ich hoffe, unsere Verbündeten kriegen es irgendwie hin, die Stadt zurückzuerobern. Das wäre schon okay. Wir haben mittlerweile, wenn wir auf unsere Ziele achten, 18 von 26 Siedlungen. Die treuen Provinzen haben sich schon erledigt. Da haben wir schon alle, die wir brauchen. Und dann hoffen wir jetzt mal, dass wir den Rest auch hinkriegen. Und gucken mal, wie sehr sich die Feinde noch wehren. Ich meine, ich muss ja sagen, wenn sie einfach mal in ihren blöden Gebieten bleiben würden und nicht immer rumnerven würden, hätten wir schon bestimmt weiter. Aber die landen immer ekelhaft oder laufen irgendwie durch unser verbündetes Gebiet durch, ohne dass sie irgendwie angegriffen werden und nerven dann halt irgendwie rum. Aber gut, immerhin haben wir damit jetzt eigentlich schon zwei Provinzen mal gut gemacht, muss man ja mal dazu sagen, gell? Mittlerweile, wir haben ja die Provinz und die Provinz haben ja mal unseren Verbündeten gehört. Jetzt gehören sie uns. Also von dem her ist das schon auch okay. Ich guck mal ganz kurz mit dem Kollegen hier, wie sieht's hier? Holy shit. Ja, auch okay. Ich meine, das sind jetzt nicht so krasse Einheiten, aber es sind halt viele. Ich glaube, ich mache mich hier jetzt erstmal doch wieder ein bisschen vom Acker. Sollen die ruhig hier in den Schnee reinlaufen und dann hier ein bisschen Verschleiß erleiden. Die kriegen auch schon Verschleiß, die Provinz ist noch nicht zurückerobert, das ist traurig, aber leider wahr. Hier chillen wir erstmal, glaube ich, eine kurze Zeit, verbessern hier mal das Ganze. Ich meine, die können jetzt hier ruhig rumstehen ein bisschen und abgeschossen werden. Sterben im Winter, meine ich. Das juckt mich eigentlich eher wenig. Stimmt, wir hatten hier oben dieses eine da abgerissen letzte Runde, deswegen können wir uns jetzt überlegen, was wir hier bauen. Finanzviertel haben wir schon, Heimgewerbe vielleicht einfach. Ja. Ein bisschen mehr Kohle scheffeln hier. Und so einen Handelshafen könnte man sich eigentlich auch mal gönnen hier. Beziehungsweise diese Mine hier verbessern. Das machen wir mal. Ja, passt. Dann baue ich, glaube ich, hier einfach mal den Handelshafen. Kupferüberzug. Da können wir dann übrigens auch den Militärhafen bauen. Ich denke, davon will ich auch mal einen. Ja. Aber jetzt holen wir uns hier den Hafen erstmal und dann bauen wir hier vielleicht zwei von den Militärhafen mal. Wird helfen. Schauen wir dann mal. So, und dann gucken wir mal. Ich hoffe, die Verbündeten schaffen das jetzt einfach mal hier, ohne rumzunerven. Ich hoffe, wir werden hier nicht krass angegriffen. Also es ist schon heftig, was die da noch haben. Hier unten die Armee wird jetzt kriegt auch Verluste. Das ist schön. Vielleicht wird die mal angegriffen. Mit diesen beiden Truppen sollte das doch eigentlich machbar sein. Gucken wir mal. Beenden wir die Runde. Ich würde echt mal gerne ordentlicher vorankommen, aber es ist halt immer diese, solange wir halt nicht die Seehoheit haben, es ist halt ständig, also wirklich absolut ständig, dass die Gefahr, dass der halt irgendwo anlandet und dann wird es einfach nervig, wenn die hier irgendwo landen. Ich meine, unsere Verbündeten hier im Osten, die können auch mal ein bisschen mehr tun, warum nerven die nicht und landen bei den Feinden? Keine Ahnung. Ach, die wurden jetzt auch bombardiert hier, okay. Holy shit, da ist jetzt die nächste Armee dabei. Es sind zwar echt keine guten, aber es sind halt einfach viele. Ah, die haben die Stadt erobert. Nee, haben sie nicht. Das ist ja die Stadt, aber sie haben nicht mal die Armee hier besiegt. Die chillen hier immer noch. In unserem Gebiet rum. Aber die vernichte ich jetzt. Und dann nutze ich den Rest vom Winter. Quasi, um hier uns auszuruhen. Jetzt gucken wir nur, ob wir mit denen hier in den Rücken kommen. Nein, kommen wir nicht. Natürlich blöd. Aber wir ziehen jetzt einfach hier hin und wenn er uns dann nicht angreift, dann sind wir nächste Runde da. Und wenn er uns angreift, besiege ich die bestimmt mit der Armee alleine auch. Weil ich meine, von hinten sandwichen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nichts gegen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Können wir jetzt hier mittlerweile... Nee, können wir nicht. Ja, davon will ich eigentlich auch nichts bauen. Ich würde sagen, wir rekrutieren mal wieder ein paar neue Truppen.
Infanterie des Shoguns. Ist hier ein Säbelkavallerie? Irgendwie bin ich ja nicht so der Fan von Lenkler Kafka, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wir nicht hier unten. Ah ne, hier konnten wir nur alle Truppen so krass rekrutieren, aber die waren jetzt nicht so ultra krass geschützt oder so. Aber dennoch würde ich doch sagen, so ein paar Shogi-Teile sind doch auch mal ganz nett. Ja. Und dann rekrutieren wir aber hier oben trotzdem auch noch ein bisschen was an Yari-Kachi. Muss nur mal ganz kurz vergleichen. Was können eigentlich die hier? Shogi-Teile. 12 Moral, 15 Moral. Nahkampfangriff 11, 19, oder? Nahkampfabwehr 6, okay. Nicht so gut im Verteidigen wie die hier. Nahkampfabwehr. Ah ne, doch. 15 haben die hier nur, also auch besser. Angriffsbonus 23, Rüstung 2, Rüstung 5. Ja gut, das ist der einzige Unterschied. Aber passt trotzdem ganz gut, finde ich. Aber ich meine, so ein bisschen was an Speerträgern schadet, wie gesagt, auch nicht. Plus die Truppen da unten. Rekrutieren wir einfach mal ein bisschen und dann können wir die Zweifel auch hier rüber schicken oder sonst irgendwo hin. Können ja auf jeden Fall überall Truppen brauchen, aber wir müssen ja jetzt nicht hier das Geld horten. Ich meine, so das, den ein oder anderen Ausbau schadet ja nicht, gell? Aber ganz horten müssen wir die Kohle nicht. Das Ding brauchen wir hier im Zweifel auch nicht. Können die Truppen dann auch hier über die Bahnstrecke von hier rüber auch hier gleich rüber schicken, dann sind sie schon mal ein bisschen näher am Ganzen dran. So. Jetzt. Warum hoffe ich eigentlich wirklich jede Runde, dass einfach hier irgendwo hier drüben oder hier oder sonst irgendwo hellblau oder gelb irgendwas aufblinkt auf der Map? Und unsere Verbündeten da irgendwie war. Ha! Ha! Genau in dem Moment sage ich's und es passiert. Ey, ich bin so. Manchmal bin ich ja dann doch wieder überrascht, ehrlich gesagt. Ich bin mal gespannt, wie lange die das halten. Ich glaube nicht unbedingt lang, aber wenigstens nerven sie mal ein bisschen rum. Das freut mich eigentlich schon genug. Unsere Verbündeten haben auch die Provinz hier wieder besetzt. Das freut mich genauso. Das ist ja wunderbar. Und dann haben wir jetzt. Warum können wir die Armee nicht. Achso, wir können nicht bewegen, was hier in der Zone von denen drin steht. Ja, gut, du. Ich meine, ganz ehrlich, alles gut. Wenn jetzt die Stadt hier besetzt ist, können wir auf jeden Fall mal hier langziehen. Und können hier auch nochmal irgendwas fürs Geld tun. Hier. Das hier zum Beispiel. Und ich denke, wir kriegen die Armee auch mit denen hier besiegt, oder? Wir können ja hier. Achso, nee, die sind zu weit weg. Aber wir greifen jetzt hier an. Wird ein interessantes Gemetzel, ehrlicherweise. Weil die kaiserliche Infanterie haut bestimmt auch ganz ordentlich rein. Wir haben Artillerie. Kavallerie ist unser Gegner überlegen. Wen wundert es irgendwie ja gefühlt? Nahkampf würde ich sagen eher wir. Gut, er hat auch ein paar Heerbanner dabei. Wir haben auch Heerbanner dabei. Hoffen wir mal das Beste, dass unsere Schützen uns mal wieder nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, wir haben hier vorne diesen Hügel. Vielleicht hilft der uns ein bisschen. Gucken wir mal. Bin gespannt. Gut wäre es, wenn wir die Schlacht gewinnen. Wenn nicht, dann sind wir hier nämlich offen. weil dann kann sie entweder in die andere Stadt, die wir vorhin erobert haben, oder in diese Stadt hier rein. Und dann haben wir ein Problem. Vielleicht hätte ich mich doch noch nicht weiterziehen sollen, sondern erst wenn dieses Ding hier gelöst ist. Aber naja. Schauen wir mal. Aufstellung starten auf jeden Fall. Okay, hier ist dieser Hügel. Den sollten wir auf jeden Fall drauf rennen, so zügig wie möglich. Ach du Shit. Ja ne, wir nehmen auch die komplett. Wir stellen uns nicht links davon hier hin. Weil hier sind wir dann, glaube ich, auch mal vor Kavallerie oder ähnlichem geschützt. Also zumindest seitwärts. Das heißt, wir können, denke ich, fast komplett hier rüber. Mit denen stellen wir uns hier hin. Das ist auch in Ordnung. Mit denen stellen wir uns erstmal hier hin. Und dann geht's los. Zeigt ihnen, wie echte Männer kämpfen, mein Lord. Das war jetzt auch ein bisschen doof. Irgendwie habe ich die zweite Einheit Artillerie vergessen. Das war jetzt echt nicht so schlau. Na gut, dann stellen wir die halt hier hin. Ist auch okay. Und die stellen wir hier hin. So. Und dann machen wir das hier mal ein bisschen fast forward. Dann schießen wir die ab. Wenn sie nicht kommen, dann schießen wir sie erstmal genüsslich ab.
Was ich ja nicht so ganz verstehe, man muss ja, man hat ja nur zum Beispiel nur 5 Schrapnellladungen oder so. Aber irgendwie checke ich das nicht. Ist das dann eine Salve oder wie lange funktioniert das, gell? Und weiß nicht, das finde ich einfach. Und man hat auch nicht so eine Reichweite wie ein Ding, wie ein Empire oder Napoleon, wo sowas dann halt angezeigt wird. Keine Ahnung, sich das jetzt lohnt, eben das reinzumachen oder nicht. Ich meine, wir probieren es jetzt einfach mal. Dann mal abrotzen hier. Gute Reichweite haben wir von hier aus, das ist gut. Dann probieren wir unser Glück mal, wie das jetzt funktioniert mit den Schrapnellladungen, die jetzt vielleicht auch einfach besser sind. Sind wir schon in Schuss rein? Ja, sind wir. Gut. Jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Oder auch nicht. Ah. Das war jetzt nicht so nice, ehrlich gesagt. Aber gut, ich lasse mich auch nochmal überraschen. So, ihr sollt auch abrotzen. Zügig, weil die Feinde kommen jetzt doch. Ah, das war jetzt aber wirklich nur eine Salve so. Naja, okay. Vielleicht hätte man damit warten sollen. Oh shit, stehen ja echt beschissen hier. Hätte ich vielleicht mir angucken sollen. Nochmal dran an die Pferde. Das war ein guter Schuss, der hat mir gefallen. Wir stellen uns auf jeden Fall jetzt mal so hin. Mit der Kaff stelle ich mich jetzt erstmal hier hinten hin und mit einer Einheit von den Speerträgern stelle ich mich so ein bisschen hier hin. So. Und dann würde ich vorschlagen, ihr ein bisschen weiter vor. Ihr dürft jetzt wirklich abrotzen. Mit euch gehen wir auch ein bisschen weiter vor. Dann dürft ihr mal das hier machen. Ihr dürft auch das hier machen. Und dann dürft ihr auch den knienden Beschuss machen. Ihr dürft, na, erstmal schießen. Ist erstmal wichtiger. Den laufen wir mal hier rüber. Da kommt die Feindkaff. Das war aber jetzt nicht so erfolgsversprechend von der einen Einheit hier zumindest. Die reiten wir mit unseren restlichen Reittruppen hier auch rein. Okay, die Artillerie muss mal in Sicherheit gebracht werden. Den stellen wir uns jetzt mal so auf. Und machen dann den knienden Beschuss neu rein. Damit können sie zumindest einfach mehr Reihen schießen oder mehr Leute in den Reihen, besser gesagt. So, das läuft ganz ordentlich hier. Schießen die hier? Oder chillen die? Manchmal checke ich das ja nicht in den neueren, also in den Total War-Teilen, warum die manchmal nicht schießen, die Leute, wenn sie einfach keinen Bock haben. Gefühlt. So, die Kavallerie wird hier gemetzelt. Das ist schön. Unsere Schützen hier meinen, sie rennen einfach mal hinterher, weil warum auch nicht? Und dann können wir sie nicht bewegen, weil kniender Beschuss an war. Naja. Haben die jetzt geschossen? Lol, da ist ja gar nichts rausgekommen. Naja, okay. Das ist ein bisschen seltsam manchmal. So, mit denen hier greife ich jetzt, glaube ich, einfach mal hier drüben an. Die sollen ruhig da angreifen auf breiter Front mit euch. Greifen wir hier an. Dann sieht es aber ganz ordentlich aus, die Schlacht. Gut, die werden jetzt hoffentlich abgemetzelt hier. Die dürfen auch ein bisschen hier reinschießen. Die auch. Hier, ah, da kommt der gegnerische General. Leute, da ist noch eine Schützeneinheit dabei, die soll mal weg. Den beiden Einheiten drehe ich mich mal so ein bisschen hier, so. In etwa. Mit den beiden greife ich mal die. Mit der Kavallerie greife ich mal die Flüchtenden an. Mit der Einheit greife ich hier jetzt auch mal an, mit dem General. Mein Lord, ich fürchte, euer General schwebt in großer Ja, das Gefahr. Funktioniert.
Jetzt hört ihr auf zu schießen. Ihr auch vor allem. Ganz wichtig, aufhören. Ihr schießt auch nicht mehr. So, der Einzige, der jetzt noch schießen darf, ist der General hier. Die Kavallerie verfolgt. Die Kavallerie verfolgt. Dann gucken wir mal, dass wir noch so viele wie möglich hier jetzt killen von den Pissern. So. Greifen wir mal die Scharfschützen da hinten an. Lief ganz ordentlich, würde ich sagen. Der Gegner musste hier den Berg hochkommen. Das hat den nicht so gut getan. Dann checkt die KI nicht, dass er vielleicht auch einfach mal stehen bleiben sollte. Und schießen sollte und nicht irgendwie bis auf 5 Meter vor uns laufen soll. Wobei, hier an der Stelle waren wir schon echt nicht so stark aufgestellt, muss man dazu mal sagen. Gell? Also so war es jetzt nicht. Dadurch, dass wir hier relativ eng standen. Aber war okay. War ganz zufrieden. So. Die sind auch so gut wie tot. Die auch gleich. Mein Lord, die Männer sind erschöpft. So. Ich glaube, jetzt können wir die Schlacht beenden. Gut, entscheidender Sieg. Ich bin auch sehr entschieden zufrieden. Und gucken wir mal, was davon noch übrig ist jetzt. Den Rest werden wir dann halt jetzt auch noch platt machen. Aber das ist schon mal schön. Ja, ich meine, was hat uns das jetzt gebracht? Immerhin eine Provinz mehr. Dieses Ganze von denen da rum. Gerenne von unseren Gegnern. Zusätzlich haben unsere Verbündeten jetzt hier drüben eine Stadt erobert. Ist doch alles wunderbar. Ist jetzt nur durch die Frage, erwischen wir die? Nein, tun wir nicht. Müssen wir mit denen, die jetzt so ein bisschen abfangen? Ja, müssen wir. So. Dann... Die chillen hier, da sind echt viele Verbündete. Also ich check das gar nicht, warum die da vorhin so Probleme mit hatten. Schauen wir mal ganz kurz. Oh fuck, die kommen. Das ist natürlich jetzt echt ein bisschen ungünstig. Also ich muss ehrlich sagen, das ist mehr als ungünstig, weil ich glaube nicht, dass wir das gegen diese drei Armeen hier gewinnen, ehrlich gesagt. Selbst mit der Armee hier nicht. Ich ziehe mich jetzt echt weiter zurück. Das ist keine Chance, haben wir da. Ziehen dann mit der Armee hier hoch und helfen da drüben, sobald die paar da noch platt sind. Und mit denen probieren wir es einfach mal hier unten. So was, ich glaube, wir bauen hier mal die große Ortschaft aus und die Festung. Damit wir dann hier uns einfach das auch ein bisschen besser leisten können, da bestimmte Sachen zu bauen. Vor allem, die kann noch richtig hochgezüchtet werden, die Stadt. Die kann noch richtig Geld abwerfen, glaube ich. Und in Mino bauen wir gleich die Bahnstation hier. Und in Ovari den Handelshafen erstmal. So. Und dann gucken wir mal weiter. Schauen mal, was die nächste Runde so bringt. Genau. Wenn die Yosai sich hier festkrallen würden, das wäre einfach so göttlich. Ich würde es so feiern, wenn die das echt auf die Reihe kriegen würden. Und die kaiserliche Vorhut einfach weiter nervt. Jetzt können wir zumindest die Matsuma hier noch auf der anderen Insel hier, auf Koshu ist das glaube ich, landen. Oh ne, apropos landen. Ja, interessiert mich alles nicht. Ich will wissen, wie viele Truppen das sind. Ah, es sind nicht so viele. Und wahrscheinlich auch, wie es aussieht, gar nicht so starke. Das ist schon mal gut. Jetzt nerven die hier wieder rum. Weil die jetzt wieder da wegrennen, irgendwie so komisch. Müssen wir mal kurz die Artillerie zurücklassen. Das wird mutmaßlich nichts. Artig schicke ich mal hinterher. Das ist ja so dumm. Erwischen wir die paar Spacken da nicht. Gut, aber mit der Armee ziehen wir jetzt auf jeden Fall mal hier weiter. Können wir vielleicht die Reste hier bald mal kaputt... Ah, nee. Kommen einfach noch mehr. Oh Gott, und wie viele Schiffe hier unten sind. Also ganz ehrlich, mit so vielen Truppen wie unsere Verbündeten hier stehen, muss es doch möglich sein, diese paar Idioten hier platt zu machen, oder? Die da ab und zu mal kommen. Also das ist ja unglaublich, was die da machen, unsere Verbündeten.
Ich werde dann hier auch gleich mal das hier ausbauen tatsächlich. Ja, das passt auch. Das muss doch möglich sein, die hier aufzuhalten, wenn man so viele Truppen hier stehen hat. 4 Armeen, ja. Die Armee müsste man doch schon längst mal töten da unten. Ach, keine Ahnung, ich blick's auch nicht so ganz. So, hier Hoki haben sie jetzt erobert. Ah ja, das bedeutet für uns, wir ziehen uns mal hier zurück zu der Stadt dazu und hoffen, dass die uns dann auch noch vernünftig helfen können. Leider haben wir ein bisschen Verluste bekommen. Nicht so schön. Und mit der Armee hier müssen wir jetzt als erstes mal die hier angreifen. Ja, sollten wir hinkriegen, oder? Diese komische Infanterie, schwarze Bär, ist jetzt echt nicht so der Brüller. Aber leider, oh, sie kriegen ja Seeunterstützung auch noch, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das sollten wir doch hinkriegen. Vielleicht wird man es auch auswürfeln können, kein Plan. Wir gucken auch dann demnächst mal, wenn wir wieder ein bisschen Geld haben. Ich glaube, gerade haben wir ja nicht so viel. Noch auf neue Einheiten, die wir rekrutieren. Weil, also wir müssen irgendwie gucken, also wir brauchen einfach mehr Truppen, um eben sowohl unser Hinterland zu schützen, als auch im Zweifel, wenn eine Armee irgendwo langläuft, die angreifen zu können oder halt auch einfach vernünftig in die Offensive zu gehen. Das Ding ist, wir können jetzt eigentlich da oben, wo diese Koschun so stark sind, jetzt auch nicht Truppen abziehen und sagen, ja gut, was soll's, weil dann brechen da halt irgendwann unsere Verbündeten ein und dann, ja. Und irgendwie im Süden unten funktioniert es ja auch nicht so gut. Sag ich mal, weil da ja immer wieder Truppen rüberkommen und unsere Verbündeten da irgendwie auch zu doof sind für alles. Zum Angriff, mein Lord! Jagt Angst in ihre Herzen! Wo sind die denn? Ach, da hinten. Oh je. Reiter da auch außen rum, okay. Also gewinnen müssen wir die Schlacht auf jeden Fall halt auch, gell? Ganz eindeutig. Ist nur die Frage, kommen wir hier schnell genug rein? Hier sind Scharfschützen und Co. Ja, aktuell sieht es gut aus, dass wir hier in den Wald kommen. Achtung, mein Lord! Beschuss! Verfluchte Flotte! Das ist kein Verhalten, jetzt eher nicht so gut. Weil der schießt genau hier jetzt rein. Das heißt, wir müssen uns jetzt zügig hier beeilen. Und so weit wie möglich hier vorlaufen, damit wir so gut wie möglich aus diesem Rüstbereich raus sind. Den General ziehe ich mal ganz hier rüber. Ich weiß ja nicht, ob der den großen Bereich jetzt reingenommen hat oder den kleinen, kein Plan. Okay, er schießt auf jeden Fall erstmal ordentlich daneben. Das war der kleine Bereich. Gott sei Dank. So, Schuss Nummer 1 gewastet. So, aber jetzt müssen wir hier schnell reinziehen. Mit euch ziehen wir ein bisschen hier rüber und dann müssen die auch natürlich den Dings nehmen, den knienden Beschuss. Die natürlich auch. Schießen wir die Karabiner-Kavallerie kurz hoffentlich platt. Deswegen, wir haben jetzt nicht ultra ewig Zeit, bis halt eben der nächste Artilleriebeschuss kommt. Und das wäre halt dann ein bisschen ekelhaft. Mit euch ziehen wir mal hier runter. Eine Einheit Sperrträger schicke ich aber mal hier rüber. Mit denen ziehe ich ein bisschen hier so hin. Und dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht einen Angriff hinkriegen mit einem Nahkampf. Ja, die Scharfschützen werden ziemlich weggeschossen, aber die haben einen geilen Sound, wie ich finde.
bringt ihnen halt nur nichts, wenn sie so nah drauf rennen. Also ich selber, ich finde übrigens für unsere Armee, ich habe mir schon häufiger überlegt, ob wir mal Scharfschützen rekrutieren sollen, aber ich sehe es irgendwie nicht ein, ehrlich gesagt, Scharfschützen zu rekrutieren. Ah, jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen, weil hier unter Umständen gleich Feindkraft kommt. Dann ziehen wir ein bisschen näher ran an die Linie, um reagieren zu können. Greifen dann hier mal im Nahkampf an. Rücken hier ein bisschen vor. So, um einfach auch hier in den Rücken schießen zu können, besser. Noch brauchen wir hier nicht vorrücken, das braucht man noch nicht. Wo? Weiß jetzt halt leider nicht. Sehe es leider nicht, wo er rein hat, seinen komischen Marker. Es könnte jetzt unter Umständen ein bisschen verlustreich werden. Ehrlich gesagt. Ziehen jetzt hier aber zur Vorsicht einfach mal ein Stückchen vor. Mit denen hier auch. Den da kommt's rein. Ja, das ist natürlich genau da, wo wir jetzt hingelaufen sind. Hier ein bisschen ungünstig, aber naja. Greifen hier mal im Nahkampf an. Ziehen mit der Einheit auch mal hier rüber. Mit dem bleiben wir hier. Gut, aber der Beschuss ging jetzt eigentlich noch ganz okay. So, hier im Nahkampf sieht es gut aus für uns. Hier im Nahkampf eigentlich auch. Die Karabinerkavallerie steht hier. Die kriegen wir jetzt vielleicht im Nahkampf gecatcht. Wäre cool. Die gehen jetzt mal wieder in den kniedenden Beschuss. Wobei, noch nicht ganz. Ziehen jetzt einfach noch weiter. Ah, da kommen ein paar zurück, oder? Ja, die Scharfschützen unter anderem. Oh, die werden aber ziemlich gekillt hier oben. Naja, aber immerhin hier drüben läuft's mit den Nahkämpfern. Machen wir hier jetzt... Ah, noch nicht. Immer noch nicht. Wieder den Knien im Beschuss rein. Wir ziehen hier noch ein bisschen vor. Ah, das sind die Geschütze, okay. Barrett-Geschütze hier drüben. So, hier sind Nahkämpfer am Angriff, am Nahkampfangriff. Schützen meine ich vom Gegner. So, jetzt mal wieder hinknien bitte. Nehmt euch das Ganze hier. Die Nahkämpfer gefallen mir da sehr gut eigentlich. Die machen das ganz ordentlich. Hier drüben, oh, da werden wir jetzt im Nahkampf angegriffen. Da brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung. Also einen General schicke ich mal da noch dazu, um das hier noch ein bisschen weiter zu unterstützen. Und dann schwenke ich mal mit der Einheit so ein bisschen ein hier. Hier hin vielleicht so. Einfach um das Ganze ein bisschen zu supporten. Den griechischen General greifen wir jetzt an, wenn es möglich ist. Schon wieder. Ich habe immer gedacht, das geht nur zweimal. Man lernt ja nie aus. Vielleicht liegt es auch abhängig von den Schiffen. So, vielleicht ist es auch abhängig von den Schiffen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nervt es ein bisschen rum hier. So. Ihr triumphiert über den Feind. Wohin schießen die denn jetzt? Ach, auf die eine Einheit da hinten. Na gut, meinetwegen. So, beenden wir jetzt einfach so. Dann gucken wir mal, was davon übrig geblieben ist und machen den Rest hoffentlich auch noch kaputt. Das Ding ist, das sind so ganz komische Schlachten. Auswürfeln ist halt immer brutal gefährlich, weil klar, wenn man es verkackt oder so, dann können wir es auch nochmal neu laden. Aber manchmal verliert man auch einen Haufen Truppen. Und jetzt mal angenommen, jetzt verlieren wir hier 4-5 Einheiten bei so einer doofen Schlacht hier, die jetzt ja wirklich nicht problematisch war. Und dann kommt irgendwie eine Runde später eine viel fettere Armee und dann haben wir nämlich ein Problem, weil uns dann eben die Truppen fehlen. Das ist immer nicht so toll. Drum, ja, bin ich da ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt.
So. Dann würde ich aber sagen, für heute machen wir wieder Schluss. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, Leute.